über unsere Köpfe fliegen. Ja? Hast du auch gerade gehört? Ich bin ja jemand, der Tattoos sehr gut findet. Ich finde Leute, die sich komplett tätowieren lassen, auch sehr interessant. Frag mich dann allerdings, was machen die, wenn die vollgekleistert sind? Ich glaube, das ist so eine Endlichkeitssache. Man kann ja Tattoos meistens nicht so richtig gut entfernen und dann bleiben die lange drauf. Und deshalb haben wir uns gedacht, suchen wir uns mal ein paar schöne Tattoos aus, die man ausprobieren kann, bevor man sie sich aufsticht. Naja, nee, man probiert es nicht aus. Man Doch. Kann sehen, wie die aussehen bei anderen Leuten. Ne? Also seinen eigenen Körper kann man nicht tätowieren damit. Nee. Aber man kann zumindest mal gucken, wie es bei anderen Leuten aussieht. Ich habe mich bislang nicht getraut zu tätowieren, weil ich, sagen wir mal, alle 3-4 Jahre wieder auf einen neuen Trip komme. Und wenn ich jetzt ein Schmetterling Einhorn. Aufs Handgelenk, Handgelenk tätowieren lassen würde, würde ich in 2 Jahren sagen, oh, was ist das denn? Und dann kriegt man es ja nicht weg. Also, ein Tattoo sollte gut überlegt sein und da hilft Tattoo Designs. Mach hier ist, was haben wir? Capricorn. Bear, Bee, Bird, Capricorn. Oh nein. Doch, richtig schmierig. Okay. Ach, wie süß. Guck mal. Also, das ist die erste Seite. Gucken wir mal hier. Das hier zum Beispiel. Das es ist auch, man muss an dieser Stelle sagen, Tattoos sind auf jeden Fall ne? Geschmackssache. Absolut. Man muss es nicht mögen. Man ich kann mag aber jetzt, nicht. Wenn man sagt, das magst du nicht, aber ich mache das in die Favoriten rein. Ja, weil ich mag das nicht. Und das downloadet gerade. Gut, dann haben dann wir das. Dann könnte man dann zu seinem Tattoo-Künstler der Wahl gehen und sagen, ich habe mir ein super geiles Tattoo ausgedacht. Habe ich woanders gesehen? Ausgedacht, das hätte ich gerne. Genau. Dann ist man eigentlich schon, hat man verschissen, oder? Wenn man sagt, ich hätte das Tattoo, was George Clooney in dem Film hat. Nee, komm, ein bisschen kreativer. Nee, jeder kann das machen, wie er will. Kann er machen, ne? Aber für die Leute sind für mich durch. Man kann auf jeden Fall hier unten dann das teilen mit Freunden auf Facebook oder wie auch immer. Und man kann aber auch zumachen. Und es gibt auch die Version in der Bezahlversion, wo man hier ohne unten die keine Werbung hat. Ja. Aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Hier kann man dann weitergehen. Da gibt es mehrere Capricorns. Die Bilder holt er sich jetzt gerade live aus dem Netz. Ne? Das ist in der App nicht direkt drin. Was mich immer so ein bisschen stört, die machen die Fotos immer direkt, nachdem man die gestochen hat. Man sieht immer aus wie ein gestochenes... Ja. Mensch. Ja? Wie ein gestochenes Trüffelschwein, wollte ich sagen. Ne? Übrigens, Tattoo-Künstler üben auch gerne an Schweinen ihre Tattoo-Kunst. Ist das wirklich so? Das ist wirklich so, ja, weil die Schweinehaut der menschlichen Epidermis sehr ähnlich ist. Ja, das stimmt. Celebrities. Celebrities würde ich ja gerne. Ach so, was für Celebrities, was sie für Tattoos haben. Da ist es auch schon ausgegangen, liebe Emmy. Da waren leider zu viele Tattoo-Designs drin. Wir wollen Celebrities sehen. Wo sind die denn hier schon wieder? C. Sienna Miller ist hier unten nämlich drin. Oh, Angelina Jolie, super schönes Bild von ihr. Das ist echt? Ist das doch nicht echt von ihr? Hat die so viele Tattoos? Quatsch. Das ist nicht echt. Das könnte ich mir vorstellen. Echt, ja. Ne? Aber was ist denn hier? Das ist so echt. Das ist auch echt von Victoria Beckham. Wie heißt die nochmal? Penner-Händchen. Hayden Panettiere, das ist mit Klitschko zusammen. Hayden Penner-Tier heißt die Emmy. Kennst du nicht? Es gibt Pantoffeltierchen und es gibt Penner-Tierchen. Das sind, wenn du im Mikroskop ganz nah guckst und dann ist das ein Hayden Penner-Tier. Wie auch immer. Ein Heidenspaß. Es gibt viele Tattoos, die man sich angucken kann, inspirieren lassen kann. Wenn ihr ein Tattoo habt, dann schickt uns auch ein Bild davon. Wir würden uns freuen und stellen das hier und dann on air zuvor, würde ich mal sagen. So Marco über den Bauch. Marco@erbsnight.tv oder an mlet.tv. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Ja, wir machen kurz einen Stich, denn wir gehen jetzt mal ein kurzes Päuschen machen und überlegen uns mal ganz genau, welches Tattoo wir uns gegenseitig auftätowieren werden. Das hier Erbsnight auf die Stirn tätowieren.